Freunde, ein Monat ist wieder um und wir zeigen euch jetzt mal wieder, was ich so den ganzen Monat über gekauft und bestellt habe. Wir fangen mal am besten an mit dem Set von The Blended. Immer noch so. Von Craft Buddy. Das habe ich bei QVC bestellt, aber glaube ich schon im Januar oder Februar. Wurde dann jetzt endlich geliefert. Das sind jetzt so Diamond Painting Sticker, die man sich legen kann. Aber bevor ich die lege, werde ich mir die erstmal noch kopieren und dann kann man immer wieder diese Bilder nachlegen. Ist immer eine coole Idee. Steinchen hat man immer über und wenn man jetzt die Rose nicht in Rot macht, sondern weil du blaue Steinchen hast, machst du die halt in Blau und den Schmetterling eben den anderen Farben, dann kann man das halt frei mit seinen Steinchen legen, die man will. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene große Bogen drin. Mal mit Hunden und Katzen, mal mit Wichteln, mal mit Schmetterlingen, mal Blumen und sowas. Fand ich ganz cool. Ist mal was Schönes, kann man immer wieder für Karten verwenden. Und wie gesagt, wenn man sich das abkopiert, hast du da ganz lange was von. Dann habe ich nach und nach bei Stempelmühle wieder zugeschlagen. Die hat ja immer wieder wahnsinns tolle Sachen. Ich habe jetzt hier so eine Form, das ist so ein mehr oder weniger weiches Plastik immer von Stamperia. Da kann man sich größere Zahlen machen und hat hier noch ein paar so eine Deko-Sachen und auch noch Holidays steht hier oben drauf, so eine, na, so ein Schild halt praktisch. Kann man mit allen möglichen ausgießen. Ich weiß nicht, ob es mit Harz geht, aber jedenfalls mit allen möglichen anderen Gießmaßen sonst. Dann weiß ich gar nicht, ob ich die letztens gezeigt habe. Die lag jetzt hier noch bei mir auf dem Schreibtisch. Ich wollte es unbedingt kurzfristig mal basteln, bin aber noch nicht dazu gekommen. Das ist so eine kleine Schachtel, wo man ganz toll Weihnachtskalender mit basteln kann. Jetzt fällt mir das wieder auf mit den Weihnachtskalendern. Aber das ist eine coole Schachtel, ist auch nicht teuer, also deswegen habe ich mir die mitbestellt. Und dann habe ich diesen tollen Stempel hier gesehen. Wenn man immer bloß ein Foto sieht, dann denkt man, naja, ist ein Stempel, wie jeder andere auch. Aber wenn du dann siehst, wie groß die Sachen sind, das ist edel. Und das kannst du richtig schön selber farblich gestalten, ist eine coole Sache. Also das sind wirklich schöne. Und wenn man dann jetzt hier mal sieht, wie das farblich gestaltet aussehen kann, also das ist wirklich ganz toll von All in Create. Ich verlinke euch das. Das ist wirklich mal eine Sache, die muss man haben. Auch wenn die kostet. War mir noch so in Erinnerung, 29,95. Ich habe jetzt hier meine Rechnung gerade noch so in der Hand. Aber ich meine, ist ja auch zweimal A5. Das ist richtig A4 Blatt hier. Und ja, A5 kosten auch schon 10, 12, 15 Euro. Und für diese Größe und wie gesagt, ganz außergewöhnliche Sachen, das musste ich haben, auch wenn es 30 Euro kostet. Dann habe ich mir wieder ein paar schöne Blöcke gegönnt. Blue Dream, es geht auf Sommer zu, kann man toll für solche Karten verwenden. Hier sieht man mal alles, was da so drin ist. Also Stamperia macht wirklich schöne Blöcke, ob du den jetzt in 20x20 oder 30x30 nimmst. Da kann man schöne Sachen basteln, ob nur Karten oder Schachteln. Das sind schöne Blöcke. Dann habe ich hier von Paper Favorites, da könnt ihr jetzt raten, warum ich den genommen habe. Lila. Alles, was so lila Blüten, Blumen, Sträucher sind. Das ist auch eine schöne Variante. Da sind jetzt 30x30 8 Designs. Wie viele Blätter sind denn das überhaupt? Man sieht man ja nicht, wie viele Blätter das sind. Sind das bloß 8 Blätter? Tja. 8 Blätter. Bleibt bei 8 Blättern, wird nicht mehr. Aber ist eben mal was Außergewöhnliches. Dann ist eine ganz neue Firma auf den Markt gekommen. Die war jetzt das erste Mal auf der Messe. Ich weiß gar nicht, wo die Messe war. Ich habe es vergessen jetzt. Tommy, hört sich an wie ein Mann, ja. Der Sachen macht. Der hat jetzt hier eine Wood-Kollektion. Also alles, was irgendwie wie Holz und sowas aussieht. Da sind jetzt 12 Blatt drin, 30x30. Und alles schön Holzprägung oder was so ein bisschen nach Holz aussieht und natürlich noch eine Seite hiervon. Ja, da bin ich dann immer gleich, welche Kamen, warum, weiß ich auch nicht. Ich bin da irgendwie drauf getrimmt, jetzt muss mir mal einer eingepflanzt haben, diese kauft ja solche Notenblätter. Schmuckschachtel? Nee, da konnte ich nicht dran vorbei, das ist jetzt hier wieder so ein Album, steht ja drauf, Album in der Box. Jetzt kann ich es aufmachen, die Folie habe ich schon abgemacht. Dann hat man eine Box, die ein Album beinhaltet. Brauchst also weder die Box basteln, noch das Album, brauchst du nur noch verschönern. Hier sind dann schon so Taschen in gearbeitet, hier oben, dass du was drinstecken kannst. Hier, dass du mal klappen kannst, wieder eine Tasche. Zum Klappen eine Tasche,
zum Klappen, zum Klappen. Hier eine Tasche an der Seite. Dann kannst du trotzdem noch, hier ist nochmal eine Tasche und machst eben nur deine Deko drauf, deine Grundblätter und noch ein bisschen was an Deko, was du machen willst und hast dein Album fertig. Das muss hier natürlich vorne ran. Also ich finde es immer cool, wenn das fertig ist, wenn man sich darum keinen Kopf mehr machen muss, wie groß man die Seiten macht, wo man eine Klappe oder sonst was hinsetzt, obwohl du hier auch noch Platz hast, um selber noch Sachen mit einzuarbeiten. Und dann hast du hier gleich noch eine Tasche, wo du was reinmachen kannst und hast vor allem eine Box, wo dein Buch drin ist, dein Album. Ist das schön. Ist mal eine coole Sache. Dann gab es von Kreativ Expressions so einen Satz, Stanzschablon, das sieht man hinten immer besser drauf, für so ein Vintage-Papier, so einen abgerissenen Blockpapier. Alles schön auf alt getrimmt. Finde ich auch mal cool, wenn die Seiten nicht so gerade sind, sondern so ausgefranst. Das kann man ja nicht so alleine machen, als wenn das jetzt hier in der Stanzschablone ist. Ist immer mal so eine kleine Spielerei für eine Karte oder für ein Album oder was auch immer. Dann gab es von Simple and Basic so ein Teil. Das wird eine kleine Tasche mit Schmetterlingen in verschiedenen Größen. Hatte ich noch nicht. Habe ich mir gedacht, kann man bestimmt mal irgendwo gut brauchen. Ist eine coole Sache. Habe ich erstmal mitgenommen. Von Modascrap habe ich so eine Box. Sieht aus wie eine Tasche oder ein Koffer. Kann man sich ja auch noch ein bisschen anders gestalten. Man kann ja einen Koffer draus machen, mit, wenn man sich hier so halbrunde Ecken drauf macht und so. Aber ist halt mal was anderes. Die lassen sich immer wieder neue Sachen entfallen. Ich staune jedes Mal, dass es immer wieder was anderes gibt. Ist hier so in der Größe. Nicht riesengroß, aber eben für so ein kleines Präsent immer mal eine schöne Sache. Dann gab es von Spellbinders neue Sachen. Da konnte ich mich gar nicht entscheiden, was ich da nehme. Und ich weiß nicht, ob er kennt, Simon Hurley, der macht auch Videos auf YouTube. Der zeigt da Sachen und entwickelt auch selber irgendwelche Produkte. Zum Beispiel jetzt hier diese Blumen. Die sind cool. Und wenn man die so farbig macht, also das gibt jetzt nicht nur, du musst es ja nicht in lila oder sonst was machen. Ich habe zum Beispiel hier so einen Katalog mitgekriegt von Wenke. Da kann man mal sehen, wie man die Blumen, hier diese zum Beispiel, die hier so mit bei sind, diese, wie man die auf einer Karte anordnet. Ich finde es immer schön, wenn man so Inspirationen kriegt. Ihr kriegt die von mir, ihr kriegt die von da oder von noch woanders. Dann kann man immer mal gucken, wie man damit umgehen kann, was man damit Schönes machen kann. Ich finde so einen Katalog immer richtig cool. Man muss ja nicht alles haben, aber man kann sich da so Sachen abgucken. Und was es so für schöne Blumen gibt. Also die muss ich unbedingt nochmal haben. Diese hier, diese Daisies. Da bin ich schon ganz lange scharf drauf. Ich muss mal gucken, dass ich die irgendwann mal bestelle. Da kommt immer wieder was anderes dazwischen. Es gibt so viele schöne Sachen. Man kann nicht alles haben. Man muss sich immer entscheiden. Und die sind immer wieder zu kurz gekommen. Und hier sind die Blumen, also diese hier, die in lila, mal in gelb und rosa gemacht. Sieht schon wieder gleich ganz anders aus. Aber immer wieder schön. Da kann man richtig schön mit Farben spielen. Die werde ich mir demnächst mal ausstanzen und mal gucken, was man da so schön an Deko machen kann. Und diese hier sind genauso cool. Die sind richtig edel. Und dann hatte ich euch ja eben gerade schon gezeigt, Tommy, die Firma, die haben jetzt hier so eine Stanzschablone. Da sind lauter so kleine Schilder. Ach, die sagen immer Labels, ja. Schilder, kleine Schilder, die man mit einem Mal ausstanzt. Und dann habe ich mich gewundert, als ich das so in der Hand hatte, ist ein bisschen teurer als die normalen und habe mir so gedacht, die sind aber schwer. Warum sind die jetzt so schwer? Die sind gleich auf so einer Magnetfolie drauf. Dann hast du also nicht mehr diese Pummelei mit diesen dämlichen, wie heißen die, kleinen Klebestreifen, die immer so hinten dran sind. Du hast gleich die Platte auf dieser, wo ist das jetzt hier auf? Auf dieser Magnetplatte drauf. Kannst du gleich so einordnen in deinen Ordnungssystem, was du so hast, und kannst die Platte hier so runternehmen und hast eben nicht mehr dieses eklige kleine Klebestreifenzeugs, kannst sie dann wieder ordentlich wegpacken. Fand ich cool, ist mal eine gute Sache und gleich sauber geordnet zum Wegpacken. Ist cool. Das ist ein Fernseher? Ja, der hat dann so verschiedene außergewöhnliche Sachen. Ist ja mal ein Mann, der hat jetzt mal einen Fernseher als Karte oder als soll Pop-up-Karte sein. Der macht auch Videos dazu. Ich kann euch das gerne mal eventuell mit verlinken. Aber vielleicht basteln wir das auch einfach mal. Dann kannst du da ein Bild reinmachen von dir, deinem Enkel oder ist doch cool. Bei uns vom Hund. Und du kannst das auf Uhr mit bei. Du kannst also auch eine Uhr. Hier sind die Uhrzeiger mit bei. Du kannst hier eben den Fernseher basteln. Ist eine coole Sache, fand ich. Richtig cool. Und auch wieder auf dieser Magnetplatte drauf.
dass man das gleich ordentlich wegpacken kann. Und dann fliegen dir die ganzen kleinen Teile nicht irgendwie vom Tisch auf der Magnetplatte drauf und fertig. Ist ein Mann. Ist ein Mann. Der denkt mit, ja. Sag ich immer, Männer. Ja, aber ich hätte es schon lange so gemacht. Ich habe mich immer gewundert, warum. Aber das kostet halt ein bisschen mehr. Herz geben wir wieder. Ja, treten wir wieder nach. Kostet halt ein bisschen mehr. Hatte ich euch ja letztens schon mal gezeigt, dass ich so kleine Stempel bei Stempelmühle gefunden hatte und habe mir dieses Mal wieder, man muss ja nicht alle auf einmal kaufen, wie gesagt, man kann ja immer mal ein paar nehmen. Da habe ich den kleinen Hasen so von hinten, den fand ich ganz witzig. Dann hier diese Erdmännchen fand ich cool, die haben auch immer ganz tolle Namen. Dann ist hier mal so eine Eidechse oder sowas. Die sind ja babymäßig. Ja, für kleine Sachen, für kleine Anhänger, für kleine Kerzen oder für diese Ostereier, die wir so jetzt gemacht haben. Dann ist hier so ein Meerschweinchen, fand ich ganz witzig. Mal ein paar Blubberbläschen, die du einzeln irgendwo hinmachen kannst, nicht so ein großes Teil. Dann war doch noch mehr, wo habe ich noch? Hier eine kleine Biene, eine ganz kleine Biene, die du irgendwo mit hinsetzen kannst. Und dann so kleine Stempel, alles Gute, kleines Mitbringsel. Geburtstagskerze, weil wir ja auch viele Kerzen basteln. Oder Glückslicht für eine Kerze. Finde ich cool. Kann man auch auf solche Schiebefolien drauf machen und dann irgendwo drauf schieben. Viel Glück, mal so als kleine Dingens. Als Baby. Und hier alles Liebe zum Geburtstag. Auch so, wenn du mal eine kleine Stelle bloß hast, wo noch was hinpasst. Meine Sachen sind alle sonst zu groß, meine Stempel. Hatte ich jetzt irgendwann mal beim Stempeln festgestellt, Mensch, meine Stempelkissen, die sind noch ja nicht so alt, aber irgendwie trocknen die alle schon aus. Deswegen fange ich jetzt an, mir solche Nachfüller zu kaufen, immer mal 1-2 Flaschen, damit man mal irgendwann alle Farben zusammen hat. Ich habe jetzt erstmal mit Schwarz und Weiß angefangen und werde mir dann nach und nach die ganzen Farben jetzt holen. Aber da kann man dann bestimmt eine ganze Weile mitmachen, kannst du dann immer wieder nachfüllen, fand ich cool. Und mit diesen Stasson-Pigmenten kann man nämlich überall drauf stempeln. Da war ich schon ganz traurig, dass die langsam eintrocknen. So, und dann habe ich noch, die habe ich jetzt gleich mit runter in den Keller genommen, ein paar Silikonformen. Das hier ist eine Form von einem Küchenbrett. Sieht doch wohl richtig cool aus. Werden wir auch erstmal noch gießen jetzt die Tage. Dann habe ich hier ein paar halbe Ostereier. Kann man gerade für Ostern natürlich schöne Ostersachen mitmachen, hoffe ich. Und dann habe ich hier noch einen Teil, ja, das kann man so als Untersetzer vielleicht ja nicht so recht, aber als Seifenschale oder sowas nehmen. Das wird auch so eine kleine Schale, die geht hier so ein bisschen hoch. Das gießen wir auch die Tage gleich mal. Aha. So, ihr Lieben, das hat sich auch diesen Monat wieder ganz schön geläppert, aber eins habe ich noch wieder vergessen. Mensch, jetzt hätte ich fast das Wichtigste. Das Bastelset, das Bastelkit. Ich habe das schon aus meinem Karton raus. Ich habe jetzt hier einfach nur... Jetzt verrate ich das hier einfach. Nee, ich zeige nicht, was alle drin ist. Das zeige ich erst morgen oder übermorgen, ja, was genau alles drin ist. Das wundert mich jetzt aber auch. Dann zeigst du immer nur den Karton. Ja, ich habe das jetzt aus dem Karton rausgenommen. Oh nee, das zeigen wir erst morgen oder übermorgen. Bleibt also gespannt. Schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und schönsten Sachen, die wir so finden und machen. Bist du gemein? Ja.